Wir sind hier im städtischen Wald am Langanger. Pflanzen heute Tannen und Flatterulme. Die Tanne zum Stabilisieren der Waldbestände, die Flatterulme ja so als Ersatz für die Esche. Und wir sind froh, dass wir jedes Mal wieder aufs Neue eben Kinder für so eine Aktion begeistern können. Und natürlich auch, dass wir dementsprechend einen Sponsor haben. Mein Name ist Felicitas Berger und ich bin die Umweltbeauftragte der Mittelschule Kümmersbruck. Schon seit 10 Jahren circa. Und seit 8 Jahren haben wir bei uns an der Schule angefangen mit Baumpflanzprojekten. Damals wurde das initiiert von diesem Vorhaben eines Schülers. Plant for the Planet hat es geheißen. Und wir haben Geld gesammelt, einmal bei einer Lehrerveranstaltung und dann hier oben in Amberg auf dem Maria-Hilf-Berg beim weihnachtlichen Forstbasar, hatten dann Geldmöglichkeiten und haben angefangen mit Streuobstwiesen. Da haben wir 3-mal Streuobstwiesen gepflanzt und dann kam der Herr Lang dazu und hat uns angeworben für die Initiative Schulwald. Da ist auch unsere Grundschule mit beteiligt und ich finde es halt ein unerschöpfliches Hintergrundmaterial für alle Fächer. Also wir werden jetzt mit der 6. Klasse Vorgangsbeschreibungen, wie pflanze ich einen Baum, schreiben. Die Beschreibung ist im Deutschlehrplan mit drinnen, das heißt, wir müssen das auch machen. Wir haben hier vor Ort Baumpflanzen kennengelernt, verschiedenster Art. Wir haben gesehen, wie das Leben im Boden funktioniert. Die Kinder haben mir Spinnen gezeigt und Regenwürmer. Wir haben auf dem Herweg Vogelnester gefunden, die von Bäumen gefallen sind. Also es bieten sich hier unzählige Möglichkeiten, mit Kindern direkt vor Ort und am Material zu arbeiten. Und ich möchte das gerne auch weiterhin beibehalten.